So Leute, jetzt gibt es Ich programmiere ein Spiel für Maxify von Mr. Lux. Der hat mal wieder gezaubert. Leute, er steht auch kurz vor den 100.000 Abonnenten. Schaut unbedingt vorbei. Leute, es lohnt sich. Lasst ein Abo da, lasst ein Like da. Ihr wisst Bescheid. Und jetzt gucken wir uns mal das Spiel für Maxify an. In diesem Video programmiere ich ein Spiel für Maxify. Ihr habt ziemlich viele Kommentare geschrieben, dass ich das machen soll. Deswegen, warum nicht? Da bin ich mal gespannt. Ich wollte seit längerer Zeit mal einen Fahrradsimulator programmieren. Und ich hatte gesehen, dass Maxify schon öfter mal Fahrradgames gespielt hat. Deswegen, perfekt. Ich habe also von null mit einem komplett neuen Spiel angefangen. Als erstes habe ich Wasser hinzugefügt. Das kennt ihr vielleicht schon aus dem ein oder anderen Spiel von mir. Ja, sieht einfach nice aus. Als nächstes kam eine Plattform dazu. Da muss er dann später mit dem Fahrrad drüber fahren. Das wäre so geil, wenn er so ein Bike-Out oder sowas macht. Wer kennt's nicht? Eine Fahrradstrecke mitten auf dem Meer. Doch. Das ist aber hier bei Bike-Out und so weiter. Kennt ihr ja auch vom Fahrradsimulator. Diese Ninja Warrior Germany Level. Die Plattform habe ich dann so blau gefärbt. Ist eigentlich voll die dumme Idee, weil der Himmel ist blau, das Wasser ist blau und jetzt auch noch die Plattform. Ja, also und dann sowas Rotes noch rein. Blau in diesem Spiel. Doch. Das ist geil. Also ich fand das zumindest immer richtig nice. Habe ich aber später dann noch geändert. Dann wurde der Himmel noch richtig eingestellt, Nebel hinzugefügt, die Wellen ein bisschen niedriger gemacht, weil die waren einfach viel zu hoch. Und da hatte ich schon eine einigermaßen gute Umgebung für mein Spiel. Ja, sieht schon ganz geil. Als nächstes kam auch schon das Wichtigste, nämlich der Spieler, Maxify natürlich, in 3D. Das hat natürlich nicht ich gemacht, sondern wieder mein krasses Team an 3D-Profis, also eine Person. So sah er dann aus, als er fertig war. Ist schon richtig gut geworden, finde ich. Also ich muss sagen, der Anzug ist geil, aber der Junge guckt in meine Seele. Junge, was ist mit ihm los? Also er hat definitiv irgendwie... Der braucht jetzt logischerweise noch ein Fahrrad. Dafür haben wir einfach eins ohne Copyright aus dem Internet. Obwohl, so sieht es schon ein bisschen besser aus. Aber Junge, wenn ich so einen nachts begegne, da laufe ich ganz schnell weg. Alter, was ist mit Maxify los? Runtergeladen und ihn draufgesetzt. Das sieht aber cool aus, finde ich. Ja gut, das Fahrrad konnte man natürlich noch nicht steuern, also man konnte eigentlich gar nichts machen. Deswegen habe ich noch schnell eine Steuerung programmiert. Also ich dachte, es würde schnell gehen. Das hier war dann die erste Version der Steuerung. Auf jeden Fall sehr realistisch. Ja, perfekt, Alter. Sah das Wasser gut aus, wenn man reingefallen ist. Ja. Habt ihr das gerade gesehen? Ich hätte doch da gerade den Paluten gesehen. Da komme ich. Da bin ich. Warum? Warum ist da so ein Paluten? Hier wurde es dann langsam schon besser. Die Betonung liegt auf langsam. Zumindest konnte man das Fahrrad schon einigermaßen normal steuern und auch springen. Ja, sieht schon besser aus. Damit das funktioniert hat, habe ich mich ein bisschen am Code. Er hat auch mittlerweile ein Mountainbike. Er hat jetzt ein ganz anderes Fahrrad. Passt aber auch schon ein bisschen besser dazu wahrscheinlich. Code von anderen Leuten, ich sag mal, inspirieren lassen. Oh ja. Ja, geht schon gut. Als Test habe ich hier auch eine kleine Rampe erstellt, über die man springen kann. Let's go. Sehr wild. Ach ja. Ja, er hat noch so, wenn er abspringt, wirkt das noch so ein bisschen hölzern. Aber ey Leute, das möchte ich auch nochmal sagen. Jegliche irgendwie, ja, das hätte man besser... Ich kann das selber nicht, aber wenn ich sozusagen jetzt, ne, weißt du, wenn ich irgendwas zu kritisieren hätte, weil ich muss sagen, ey, Mr. Lux macht da immer so eine gute Arbeit, er hat jetzt ja auch kein riesiges Programmiererteam wie die meisten Games, sondern er setzt sich dahin und bastelt solche Games für andere YouTuber und das finde ich einfach nice. Und man konnte einfach unendlich oft springen. Sowas sollte man vielleicht beim, auch beheben. Wie beim Fahrrad, beim Feuerwerkssimulator. Das Fahrrad hatte jetzt schon Animationen, nur der Spieler noch nicht. Sah ein bisschen komisch aus, deswegen kam das jetzt als nächstes. Hier war das Problem, dass der Spieler zuerst zu klein war und mit den Händen nicht bis zum Lenkrad gekommen ist. Also die Animationen haben alle schon funktioniert, aber ja, ihr seht es ja selbst. Als ich die Größe dann aber richtig eingestellt habe, war es sozusagen perfekt. Das ist wirklich schon richtig nice. Um das Ganze besser zu testen, habe ich den Parcours noch verlängert mit Rampen, oder Sachen, über die man drüber springen muss, zum Beispiel solche Würfel. Ey, das ist wirklich nice. Und es war gar nicht so einfach, diesen Parcours zu erstellen, weil ich richtig schwer einschätzen konnte, ob jetzt irgendwas viel zu schwer ist oder einfach viel zu einfach. Und dann habe ich noch viele Sachen aus dem Paluten-Game kopiert, zum Beispiel die Pendel. Oh ja, das ist aber auch geil. Die waren einfach zu nice. Fallende Plattformen und diesen Mario-Tunnel. Aber ich habe auch noch ein paar andere neue Sachen hinzugefügt, zum Beispiel das hier. Alter, das ist wirklich wie so ein Game. Und bei diesen Rampen konnte man richtig coole Tricks machen, zum Beispiel Saltos, Drehungen. Alter. Man bekommt aber leider keine Punkte für die Stunts. Ich war zu faul, das zu programmieren. Aber vielleicht mache ich das mal. Ey, ich muss sagen, das sieht voll geil aus, das Game. Ich habe richtig Bock, das zu zocken. Hoffentlich ist da, das habe ich jetzt leider nicht nachgeguckt, ob man da sich das wieder runterladen kann. Weil mein Game konnte man sich ja runterladen. Mal in einem weiteren Teil. Aus all diesen Sachen habe ich dann ein mal wieder viel zu schweres Level erstellt, das man schaffen muss.
Okay, Leute, schauen wir doch mal, ob ich es schaffe, mein eigenes Spiel durchzuspielen. Da drüben ist das Ziel, also wir haben noch einen kleinen Weg vor uns. Hier ist auch schon die erste Rampe, deswegen würde ich sagen, wir probieren hier kleinen Junge, was hat er denn da gemacht? Oha, Junge, ein 360 einfach. Ach so, man kann nicht hinfallen. Wie hat das jetzt bitte geklappt? Ein 360 und ein Rückwärtssalto? Das war doch mal... das war einfach richtig krank gerade. Die Kugel ist gar nicht so einfach, aber das hier geht, glaube ich, ziemlich einfach. So. Nein! Was war das denn? So, ich muss ganz gerade draufspringen, damit wir nicht die Kontrolle verlieren. Nicht die Kontrolle verlieren. Ja, so, zack, hier auch wieder ganz gerade drauf. Oh. Nein! Junge, was ist mit dieser Physik los? Maxifies Kopf, ihr müsst mal so ein bisschen drauf achten. So, und wir springen einfach ganz gerade von der Kugel wieder runter und wir haben es geschafft. Perfekt. Ich bin stolz jetzt kommt auf hier dich, dieser Pfad, wo man hin und her fahren muss. So, hier, der Profi am Start. Salto im Stand. Ich meine, der kann das bitte nicht. Nein! Okay. Diese doofen Pendel, warum habe ich die überhaupt hinzugefügt? Ich hätte die einfach in dem Paluten-Game lassen sollen. Nein! Ich finde, muss sagen, so Pendel und so weiter fand ich auch in Fall Guys immer richtig cool. Das hat einfach so einen Takeshi's Castle-Style. Oder ne, Ninja Warrior, so whatever. So mit einem Wheelie hier durchzufahren, weil ich glaube, das ist die einzige Möglichkeit, wie man das schaffen kann. Lol. Ja, aber kann man nicht einfach... Oha, ich hab's geschafft. Okay, hier gab es einen Checkpoint, deswegen easy. Nice. Jetzt kommt hier das diese fallende Plattform, also die fällt nach unten, sobald man sie berührt hat. Nein. Okay, ich hab's geschafft. Das war knapp. Irgendwie mega knapp, aber ich hab's geschafft. Dann dieser Tunnel, dieser Mario-Tunnel. Jetzt ist aber wieder ein bisschen schwieriger, nämlich diese komischen Schiebeteile. So. Nein. Okay, man muss bremsen. Fahr. Alter, war das knapp. Das war irgendwie einfacher als gedacht. Als nächstes dann über dieses Rohr drüber, das ist auch mega einfach. Zack. Und wir haben das Spiel durchgespielt. Yes. Salto, dann eine Drehung und bam und... ja, also wenn man gut ist, dann kann man hier halt ein paar Tricks machen, so doppelter Salto, ist gar kein... Was ist das immer, wenn man einfach zur Seite umfällt? Ich muss sagen, ey, das Game wirkt halt richtig geil. Klar, man kann auch ein bisschen was verbessern, bla bla bla, aber er hat das jetzt ja nicht irgendwie, keine Ahnung, in 2 Wochen oder so erstellt, sondern wahrscheinlich wieder innerhalb glaube, von 1, 2 Tagen. Zwei Drehungen sind dann doch zu schwierig. Bam, boah, ich hab's geschafft, aber 2 Umdrehungen. Cool. Alter Schwede. Okay, ich hätte niemals gedacht, dass ich das schaffen kann. Jetzt doppelter Salto. Geht das? Ich glaube, das hat nicht funktioniert gerade. Ja, falls Maxify das Video hier sehen sollte, Grüße gehen auf jeden Fall raus. Ich bin gespannt, wie du... Gibt es ja auch Grüße für Paletto? ...findest. Link dazu ist auch in der Beschreibung. Also das Spiel kann man tatsächlich auch spielen. Ansonsten schickt das Video gerne an Maxify, damit er es sieht. Und schaut euch das Video hier an. Hier habe ich Spiele getestet, ich spiele die neue Zuschauer Spiele programmiert von Zuschauern. Haben. Die Map ist einfach nur nice. Nein! Das ist die Map aus dem Tankstellensimulator, oder? Das sieht doch voll so aus, wie vom Tankstellensimulator. Nur nice. Nein! Ich dachte eigentlich, ich schaffe das, aber... Okay. Oh, die Toilette explodiert. Feuerwerkssimulator. Ja, Leute, gönnt euch. Nicht vergessen, Abo und ein Like da lassen. Das wäre nett. Dankeschön.